Hast du schon einmal die Frage gestellt, woher kommst du, und darauf eine Reaktion bekommen, die dich gelinde gesagt irritiert hat? Wenn ja, dann bleib dabei in diesem Video, erkläre ich dir erstens, warum es eine Frage ist, die so schwierig ist, und zweitens, was du stattdessen machen kannst. Hallo, du wunderbarer Mensch. Ich freue mich total, dass du hier auf meinem Kanal gelandet bist. Mein Name ist Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin in München. Und wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann abonniere ihn doch sofort. Auf diesem Kanal teile ich mein Wissen über Beziehungen, wie wir konstruktiver streiten, wie wir Vertrauen aufbauen, aber auch über das Dating, wie wir zum Beispiel attraktiver werden oder wie wir eben um das eine oder andere Fettnäpfchen herumlaufen können, weiten Bogen machen können. Und in diesem Video teile ich, warum die Frage, woher kommst du, manchmal so problematisch ist. Mit Sicherheit hattest du Momente, wo du die Frage stellst, woher kommst du, und die Reaktion war total neutral. Und dann gab es Momente, in denen hast du die Frage gestellt, woher kommst du, und die Reaktion darauf war angespannt oder leicht genervt, und vielleicht hat sich die andere Person sogar umgedreht. Die Welt heutzutage ist so bunt und so divers und so in der Veränderung, was auf der einen Seite fantastisch ist. Wir haben nochmal die Möglichkeit, die Regeln neu zu definieren. Gleichzeitig lässt uns diese Veränderung auch mit ganz viel Unklarheit zurück. Und dieses Video soll dir ein bisschen von dieser Klarheit zurückgeben und damit auch wieder dein Selbstvertrauen stärken und Bonuspunkt, dich charmanter machen. Doch dafür müssen wir erstmal wissen, was an der Frage, woher kommst du, so problematisch ist. Ein erster Punkt ist die Häufigkeit, wie oft jemandem die Frage gestellt wird, woher kommst du? Vielleicht hast du das Gefühl, dass du diese Frage, woher kommst du, dieser Person zum allerersten Mal stellst. Aber lass dir aus meiner eigenen Erfahrung erzählen, dass man diese Frage, wenn man nicht typisch deutsch aussieht oder so einen leichten Akzent hat, wahrscheinlich hört, seitdem man 3 Jahre alt ist. Und es scheint auch kein Ende zu geben für diese Frage, egal wohin du gehst, egal mit wem du dich unterhältst. Diese Frage nach der Herkunft wird einem so oft gestellt, dass man es irgendwann müde ist, sie zu beantworten. Und vielleicht hast du was studiert und kennst da auch Fragen, die an denen erstmal nichts falsch ist, aber allein dadurch, dass du sie so oft gehört hast, du irgendwann keine Lust mehr hast, sie zu beantworten. Zum Beispiel, wenn du Medizin studierst. Viele von meinen Freundinnen und Freunden, die Medizin studiert haben, konnten irgendwann die Frage nach, auf welche Fachrichtung möchtest du dich spezialisieren, irgendwann nicht mehr hören. Und das gar nicht, weil daran was falsch ist, sondern einfach, weil sie keine Lust hatten, diese Frage nochmal und nochmal und nochmal zu wiederholen oder die Antwort nochmal und nochmal zu wiederholen. Und das ist der erste Punkt, warum die Frage nach der Herkunft so schwierig ist. Außerdem ist an der Frage, woher kommst du, so problematisch, dass sie, dass man sich dem irgendwie nicht entziehen kann. Es ist so, als würde ich die ganze Zeit mit einem Schild durch die Welt laufen, was ich aber gar nicht ablegen kann, und dann werde ich dauernd auf dieses Schild hin angesprochen. Als hätte ich hier so einen großen Punkt, ich kriege den einfach nicht weg, egal wo ich hinkomme. Und diese Hilflosigkeit oder auch vielleicht für manche Leute das Gefühl von Ungerechtigkeit, dass man eben so aussieht, wie man aussieht, lässt so diesen Unmut über diese Frage so ein bisschen schwieriger werden oder größer werden. Weil wir uns dieser Frage nicht entziehen können und das Gefühl haben, okay, es passiert immer und immer wieder, nervt sie uns. Ein dritter Punkt, warum die Frage, woher kommst du, so schwierig ist, ist, dass sie ihr herzlich wenig manchmal mit uns zu tun hat. Vielleicht sind wir wirklich in einem anderen Land aufgewachsen und haben da gelebt, bis wir 20 waren. Aber vielleicht sehen wir auch nur so anders aus, weil unsere Eltern so anders aussehen. In diesem Fall hat die Frage, woher kommst du, ja gar nichts mit mir zu tun, sondern eher mit äußeren Einflüssen. Und dann stellt man sich die Frage, wenn du mich kennenlernen willst, dann gibt es doch tausend Sachen, die hoffentlich viel spannender sind als an mir, als die Entscheidung meiner Eltern, dort und dort aufgewachsen zu sein und dort ein Kind bekommen zu haben. Wenn ich das Gefühl habe, okay, es hat wenig mit mir zu tun, dann bin ich natürlich genervt, weil ich dich ja auch als Person kennenlernen möchte und nicht deine Eltern. Ein letzter Punkt ist tatsächlich diese Disbalance. Oft wurde uns die Frage gestellt, wenn wir woanders herkommen, woher kommst du? Mit dem Gefühl, wir sind nicht von hier und wir sind anders.
Und das fühlt sich meistens blöd an, wenn du zum Beispiel studierst und dir wird die Frage gestellt, ja, was macht man mit Germanistik? Verdient man damit Geld? Dann ist diese Frage auf der einen Seite auf dem Papier irgendwie gerechtfertigt, aber bei einem selbst löst das Gefühl aus von, der ist mein Studium weniger wert als deins. Und das gleiche Gefühl haben wir oft, wenn uns die Frage gestellt wird, woher kommst du? Und mit Sicherheit möchtest du der anderen Person nicht das Gefühl geben, dass sie irgendwie anders ist oder schlechter oder was auch immer. Aber diese Frage ist inzwischen so aufgeladen, dass es sehr schwer fällt, da irgendwie rauszukommen. Nachdem ich mir, wenn du dieses Video anschaust, sicher bin, dass du keinerlei rassistische Anwandlung hast und auf keinen Fall der anderen Person ein schlechtes Gefühl geben möchtest, möchte ich dir ein paar Fragen mitgeben, die viel charmanter sind als die Frage, woher kommst du? Es kann ja wirklich sein, dass du einfach Interesse hast an der Biografie einer Person, an der Lebensgeschichte einer Person. Aber dann kannst du auch Fragen stellen nach, was hat dich geprägt in deiner Kindheit oder mit was hast du deinen Tag gefüllt als Kind oder was verbindest du mit deiner Jugend oder was waren so deine liebsten Jugendstreiche? Wenn dir diese Fragen nicht zu abgehoben sind, dann sind es tatsächlich Fragen, die auch ein bisschen auf die Geschichte einer Person eingehen, ohne sofort in dieses Fettnäpfchen reinzutreten. Wenn es dir darum geht, mehr über die Werte einer Person herauszufinden, weil du glaubst, ah, wenn eine Person woanders herkommt, dann hat sie andere Werte, dann kannst du doch auch direkt eine Frage nach diesen Werten stellen, so, hey, was prägt dich in deinem Alltag oder was war für dich wichtig, als du deinen Job, deinen Beruf, deinen jetzigen Wohnort gewählt hast oder was ist dir wichtig in einer Partnerschaft? Ich glaube, wenn wir die direkte Frage wählen, anstatt so diesen Zirkel über die Herkunft, dann kriegen wir auch viel direktere Antworten und wirken gleichzeitig viel charmanter und viel interessierter. Und ein dritter Punkt, wenn es dir wirklich darum geht herauszufinden, wo kommt die Person eigentlich her, dann tu mir den Gefallen und stell diese Frage nicht als allererstes, sondern lass dir ein bisschen Zeit, die Person erstmal kennenzulernen. Und wenn du das Gefühl hast, okay, du kennst die Person und du willst einfach mehr von ihr wissen und du kannst es auch nicht komplett ignorieren, ne? Offensichtlich können wir es auch nicht komplett ignorieren, wenn jemand woanders herkommt, dann gib dem erstmal ein bisschen Zeit und dann darfst du es auch einfach so rahmen, wie du siehst. Hey, ich habe das Gefühl, dein Akzent kommt woanders her, aber ich will dich auch nicht in so eine Schublade stecken. Kannst du mir helfen? Oder du machst es noch charmanter und sagst, hey, mich interessiert total, wo du herkommst und mein Gefühl ist, du kommst woanders her, aber ich weiß, dass diese Frage manchmal blöd ist. Wie kann ich die Frage am charmantesten stellen? Wenn du sowas ganz Ehrliches ja sagst, hat es oft was ganz, ja, was Entwaffnendes. Und ich finde es, wenn Menschen so mutig sind, auch mal ihr Innerstes nach außen zu kehren, das ist unglaublich charmant. Und ich glaube, da bin ich gar nicht so alleine, sondern so geht es auch ganz viel in dem Augenblick, wo wir das Gefühl haben, wir können in eine Person reingucken, wir dürfen in eine Person reinschauen, geht unser Herz ja auch ein bisschen aufmachen, dann macht es auch die Tür ein bisschen weiter auf. Jetzt würde mich total interessieren, was sind so deine Erfahrungen mit dem Thema, woher kommst du? Hast du die Frage schon mal gestellt? Kennst du Alternativen, die vielleicht besser sind? Wenn ja, schreib es mir richtig gerne in die Kommentare, dann können wir vielleicht gemeinsam lernen, uns gemeinsam mehr Klarheit in diesen sehr turbulenten Dating-Alltag reinholen. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und pass auf dich auf und bleib gesund.